Wir hätten da noch was. Fesch, Fesch, die Haifischbadehaube. Ist die auch dynamisch genug für einen Wettkampf, offenkundig? Die habe ich von einem Kunden bekommen, nachdem ich bei Ihnen einen Vortrag gemacht habe. Und da haben Sie gesagt, na, Sie haben überlegt, was Sie für ein Geschenk mir machen können. Und haben mir dann die Badehaube gegeben. Und ich habe mir zuerst gedacht, ja, die werde ich eh nie anhaben mit der Haifischflosse. Dummerweise sind meine anderen Badehauben im Trainingslager gerissen und das war dann die einzige, die noch im Rucksack war. Und dann habe ich wirklich das Trainingslager als WM-Vorbereitung mit der Haifischflosse oben am Kopf fertig gemacht. Und das war natürlich für alle, die aus dem Fach sind im Schwimmsport, wahnsinnig lustig, dass da der Einarmige auch noch sich extra Widerstand am Kopf drauf tut.